Training der Nationalmannschaft vor dem Niederlandespiel für Matthias Ginter, den früheren Freiburger und jetzigen Dortmunder, zunehmend Normalzustand. Auf 8 Länderspiele hatte er es bislang gebracht. Heute gegen die Niederlande soll das 9. folgen. Geradezu schwindelerregend das Tempo, wie die Karriere des Schwarzwälders bislang verlief. Gerade mal 20 Jahre alt geworden, durfte er letztes Jahr mit den Großen der Zunft zur WM nach Brasilien. Immer wieder fragte er sich damals, ob das tatsächlich alles wahr ist. Sehr, sehr oft sogar. Es war wirklich so, dass die letzten Monate und auch Jahre sehr positiv liefen. Angefangen hat alles am heimischen Garagentor. Bei Klein Matthias drehte sich alles um den Fußball. Der große Bruder war lange das Vorbild, später dann die Profis von Freiburg, wie zum Beispiel Levian Kobayashvili. Mit 12 verließ er seinen Heimatverein, wechselte in die Freiburger Fußballschule. Dort beim SC hatte Matthias Ginter alles gelernt. Das ist das Höchste, was man erreichen kann, wenn Spieler aus der eigenen Fußballschule Nationalspieler werden. Und die Anstrengung der Trainer und aller Betreuer der vergangenen Jahre wird dadurch auch irgendwie gekrönt. Einen großen Anteil an den Erfolgen von Matthias Ginter hat auch seine Familie. Bruder Niklas und seine Eltern, sie gaben ihm stets die nötige Ruhe und Sicherheit. Nach der WM-Nominierung war es allerdings mit der Ruhe vorbei. Sie waren natürlich auch sehr aufgeregt, konnten kaum schlafen jetzt letzte Nacht oder vorletzte Nacht. Haben natürlich alle mitgefiebert. Zum Einsatz kam er dann allerdings bei der WM noch nicht. Mittlerweile ist das anders. Der Wechsel nach Dortmund und dann dort der neue Trainer Thomas Tuchel brachten den letzten notwendigen Schliff. Für Joachim Löw ist der Rechtsverteidiger nun zunehmend nicht mehr wegzudenken.